ملكنا وكنا ونجوعية إنا ملكنا زور خوشة ملكنا وكنا باش Neue Musik von Forster gleich einmal. Vorher gucken wir kurz auf die Straßen. Hier ist der NDR2-Verkehrsservice aktuell. Es ist ein Schwein auf der A24 Berlin-Hamburg zwischen Mainburg und Koblenz. Hier bitte besonders aufmerksam sein. Baby.
Yeah, but then yeah.
Nein, nein, wir sind schon gerade bald, ne? Ik heb je gezegd, Allah wat ben jij? عن عهد الفاتحين وسيفنا قد بات يرعب
وعدا بذل طامعنا ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا رايتنا قد عليت حافقة لتهد الحائرين ونصرنا بفتحنا مؤزر عطاء المخلصين رايتنا قد عليت حافقة لتهد الحائرين ونصرنا بفتحنا مؤزر عطاء المخلصين ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو وتعلو وللدين حمانا ملكنا وكنا وللثريا إنا ستعلو ربعنا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لغيرنا أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم قمم العلا بعقولهم لأمجاد الأولى فهجور الأوحال وصعاد في السماء فهجور الأوحال وصعاد في السماء في الخير أرقاه فقا إنا للعليا تبغي مسلما أنت عام لأمجاد الأولى فهجور الأوحال وصعاد في السماء فهجور الأوحال Jalan ni ana, ha? Jalan ana. Oi lagi banyak ko? Nasin?
هاد جلانه شي لي بلا بحر فوق. يعني كنا بحر كابو وين؟ لا باش. ما تشيل باش؟ Stoßstange, hier besonders vorsichtig fahren. An der A1 Welle Nord hören Sie jetzt mit Musik von Rod Stewart. Zusammen arbeitet auch ihr 11-jähriger Bruder Nurullah auf dem Mauerfeld im Harantal im Südosten der Türkei. Es ist 10 Uhr vormittags und eigentlich müssen beide Kinder jetzt in der Schule sein. Stattdessen arbeiten sie schon seit Das ist ein Kerl, der ist ein Kerl, der Thank you.
Ja, okay. Aber auch kennen. Das ist alles schön hier drüber. Gesellschaft saß da, haben sich amüsiert, haben auch gezeigt, wie tolerant sie sind. So ein bisschen wie heutzutage der Startbeeranstieg in Bayern, wie heißt es, am Nockerberg. Ne? Da sitzen auch die Granden unten und oben macht man sich über sie lustig. Und das ist, natürlich ist es spöttisch irgendwo und es ist auch kritisch, aber auf der anderen Seite gehört es auch zum System. Und ich denke, so muss man die Operette damals auch 1858 gesehen haben. Das ist ein bisschen kritisch, aber nicht wirklich. Und Sie haben vom französischen Original ausgehend dann ich übersetzt. Ich habe ab und zu mal in die deutschen Übersetzungen reingeschaut, aber habe ansonsten versucht, das französische Original zu treffen, habe mir von meinen französischen Freunden die Wortspiele erklären lassen und habe dann versucht, diesen Esprit dieses Librettos von damals. Now the turn.
Italiener. Uli Baucher. Im Kuppelsaal saß auch Hazel Schmidt, die gestern 74 geworden ist. Es war ein außergewöhnlicher Tag für sie, denn als junge Frau, da hat sie gemeinsam mit ihrem Mann, einem Deutschen, in der Royal Albert Hall eine Aufführung des War Requiems erlebt, unter Leitung noch von Benjamin Britten, 1964. Und sie konnte dem Komponisten direkt ins Gesicht schauen, erinnert sie sich. Ich weiß nur, wie gebannt ich war und wie toll das war, den Dirigenten, den Komponisten selber zu sehen. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Auch die Aufführung gestern Abend unter Leitung von Andrew Manzi hat Hazel Schmidt sehr berührt. Sie war mit zwei Söhnen und deren Familien gekommen. Julian Schmidt erzählt, warum gerade Britten's War Requiem eine so besondere Wirkung auf die große Familie hat. Zu der Uraufführung damals hatte Britten wegen der Versöhnung der Völker, die er damit ausdrücken wollte, Solisten aus drei verschiedenen Ländern, England, Deutschland und der Sowjetunion, zusammengeholt. Und wir sind heute mit einer Engländerin, mit Deutschen und mit meiner Schwägerin, die aus Russland kommt, zusammen hier. Das finde ich auch sehr schön. Das grenzüberschreitende War Requiem von Benjamin Britten. Wir haben hier auf NDR Kultur live übertragen. Dazu gab es einen Arte Livestream und den können Sie sich noch anschauen. Und zwar auf der Seite der NDR. Wirklich eine eindrucksvolle Aufführung, musikalische Völkerverständigung mit 470 Musikern. NDR Kultur. Nachrichten. 14 Uhr, Berlin. Die CDU bereitet auf einer zweitägigen Klausurtagung ihren bevorstehenden Bundesparteitag vor. Dort soll Anfang Dezember in Hamburg über die Nachfolge von Parteichefin Merkel entschieden werden. Vor der Tagung des CDU-Bundesvorstands am Nachmittag wollen sich die Parteivereinigungen zur Stunde über ein Verfahren zur Kandidatenvorstellung verständigen. Es gilt so gut wie sicher, dass sich die Bewerber vor dem Parteitag auf einer Reihe von Regionalkonferenzen der Parteibasis präsentieren sollen. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Klöckner bewertete solche Konferenzen als belebendes Element für die CDU. Um den Parteivorsitz bewerben sich unter anderem Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, Bundesgesundheitsminister Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Merz. Berlin. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Dreyer hat ihre Parteikollegen zu mehr Selbstbewusstsein aufgerufen. Der Bild am Sonntag sagte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, der aktuelle Koalitionsvertrag der Regierungsparteien im Bund enthalte überproportional viele SPD-Projekte. Die Partei müsse sich in der Politik für soziale Gerechtigkeit nicht neu erfinden, sondern selbstbewusst zeigen, was sie erreicht habe.
Gleichzeitig warb auch er für den Verbleib in der Großen Koalition. In der Opposition könne man nichts umsetzen. Die SPD-Führung kommt am Abend im Willy-Brandt-Haus zu einer Klausurtagung zusammen. Präsidium und Vorstand wollen unter anderem über einen Fahrplan für Projekte aus dem Koalitionsvertrag diskutieren. Hintergrund ist der Unmut in Teilen der Partei über das Bündnis mit der Union. München. In Bayern wollen CSU und Freie Wähler heute den Weg freimachen für eine gemeinsame Regierung. 3 Wochen nach der Landtagswahl kommen Vorstände und Fraktionen beider Parteien zusammen, um in getrennten Sitzungen über den gemeinsamen Koalitionsvertrag zu beraten. Die Zustimmung gilt auf beiden Seiten als Formsache. Zu den inhaltlichen Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen und zur Aufteilung der Ministerien haben CSU und Freie Wähler noch keine Angaben gemacht. Heute Abend wollen sie auf getrennten Veranstaltungen über die Pläne für die Legislaturperiode informieren. Am Dienstag soll Markus Söder erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Teheran. Im Iran haben landesweit zehntausende Menschen bei staatlich organisierten Kundgebungen gegen die USA demonstriert. Die Proteste waren ursprünglich zum Jahrestag der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979 durch radikale iranische Studenten gedacht. Sie richteten sich aber auch gegen die morgen in Kraft tretenden Wirtschaftssanktionen der USA gegen das Land. Mit den Strafmaßnahmen sollen vor allem die Ölindustrie, aber auch der Finanzsektor und die Transportbranche betroffen sein. Die deutsche Wirtschaft warnt vor den Folgen der neuen US-Sanktionen. Der Bundesverband der deutschen Industrie befürchtet eine Gefährdung der politischen Stabilität im Nahen Osten. Berlin. Die Grünen haben die Entscheidung der Großen Koalition scharf kritisiert, das Kastrieren von Ferkel ohne Betäubung länger zu erlauben. Fraktionschef Hofreiter sagte, Union und SPD nehmen millionenfaches Leid von Tieren hin. Zudem warf er Agrarministerin Klöckner Unehrlichkeit vor. Es gebe sehr wohl wissenschaftlich anerkannte Alternativen, zum Beispiel die Kastration unter Narkose. Die Fleischindustrie stemme sich jedoch gegen tierschutzgerechte Lösungen, so Hofreiter, in erster Linie um Kosten zu sparen. Die schwarz-rote Koalition hatte sich darauf verständigt, die Kastration von Ferkeln ohne Betäubung zu verbieten. Am Freitag hieß es, die Übergangsfrist solle nun aber um 2 Jahre verlängert werden. Braunschweig. Die Schriftstellerin Judith Schalansky ist mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2018 ausgezeichnet worden. Sie wurde für ihr neues Buch Verzeichnis einiger Verluste geehrt. Daran beschäftigt sich die 38-Jährige mit dem Thema Vergänglichkeit. Die Werke Schalanskys wurden bereits in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Der jährlich verliehene Wilhelm-Raabe-Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und zählt zu den angesehensten literarischen Auszeichnungen in Deutschland. Das Wetter. Durch Hochnebel ist es vielfach bedeckt und weitgehend trocken. Höchstwerte 8 Grad in Nordfriesland bis 12 Grad im Raum Göttingen. Morgen oft neblig trüb, später von Südosten her Aufweiterungen. Meist trocken bei 10 bis 15 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Dienstag nach Auflösung morgendlicher Nebelfelder verbreitet sonnig und trocken bei Höchstwerten von 12 bis 18 Grad. Und am Mittwoch teils neblig, heiter und trocken bei 12 bis 16 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Kultur. Klassik Boulevard. Hier ist Philipp Klavier für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag.
Ja, ne? A segon bo joan aquí. Eliana. Kalau siapa jualan, ah, jualan, hei, kau lihat apa, asal siapa jualan, hei, asal siapa jualan, lah, yes, kau siapa, mana siapa jualan, apa, یالا که جلوش می‌دونن باش. زور چی؟ تلم مرده. Yeah.